Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem. Alter! Das war laut. Zu einem neuen Subnautica-Tipps und Tricks meinerseits. Ich habe extra so viel Tag und Nacht gespammt, dass eigentlich solche Sachen nicht passieren sollten, aber es ist mir jetzt egal. Heute sind wir hier, um die sogenannten fortgeschrittenen Sachen in Subnautica freizuschalten. Ich weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen kann ich's. Wir gucken auf jeden Fall jetzt danach. Und zwar braucht ihr auf je was ihr dafür benötigt, ist eigentlich prinzipiell einfach nur eine Seemotte, die 500 Meter tief tauchen kann. Ein Kompass wäre vielleicht auch nicht schlecht, um da die Koordinaten, genauso wie ich so, die hier so eingeblendet habe, da besser nachvollziehen zu können. Aber ansonsten geht's jetzt einfach los. Wir starten hier bei unserem Livepod. Ich weiß nicht, ob das dann für euch dann jetzt besser ist. Keine Ahnung. Und Leute, falls ihr das nicht immer direkt alles so findet, wie ich euch das sage, das ist tatsächlich sehr oft der Fall. Dann sagen die, ja, ich bin in dieselbe Richtung geschwommen, aber da war nichts. Sucht einfach mal ein bisschen. Sucht es einfach mal. Ich könnte, also ich mache jetzt ganz bewusst diese Signalbojen nicht an. Okay? Damit wir ein bisschen zusammensuchen. Ich sage euch einfach nur die Richtung Südwesten, Westen. Ich bin jetzt hier links von dem Livepod gesehen von der Aurora aus halt, ne? So. Jetzt geht's in Richtung Südwesten, Westen. Um es aber euch trotzdem nochmal sagen zu können einfach. Ihr müsst ungefähr 800 Meter in diese Richtung. Das heißt, wenn ihr das so verfolgen wollt, dann stellt euch, ja, dann nehmt einfach hier den Livepod als Maßstab dazu und ansonsten geht's jetzt einfach los. Richtung Südwesten. Ich mach mal das hier wieder aus. Die Sache ist die, dass ihr das Ganze unglaublich schnell freischaltet. Also da gibt's halt echt, ja. Ich finde einfach, dass das so eine Sache ist, die man gut rausfinden kann, indem man dieses Spiel einfach spielt. So, hier seid ihr schon mal richtig, wenn diese Sachen hier aus dem Boden kommen. Müsst natürlich auch noch ein bisschen weiter runter hier. Immer in Richtung Südwesten, Westen. Kommt ihr hier so hin? Und jetzt sehe ich eigentlich auch schon, dass wir genau richtig sind. Den hier, also jetzt schwimme ich nicht mehr in Richtung Südwesten, Westen, wenn ich jetzt hier wieder weiterfahre. Ja gut, ich weiß halt, hier müsst ihr hin. Da, wo es noch weiter runter geht. Und was weiß ich, wenn ihr da vorne irgendwo seid oder so, ja, hier bei diesem Wrack zum Beispiel, dann fahrt ihr einfach hier Richtung Nord-Nordwesten. Und dann fahrt ihr, also ich weiß nicht. Guckt euch einfach ein bisschen um. Ich hoffe einfach, Südwesten, Westen hilft euch ein Stück, denn jetzt geht's hier einfach gnadenlos, volle Kanne runter. Wenn ihr hier ein fettes Loch seht, ja, dann seid ihr ganz genau richtig. Und hier diese komischen Blutranken-Dinger. Das ist nämlich der Blood Kelp Forest hier. Oder ja, Blood Kelp auf jeden Fall. So. Und jetzt suchen wir uns hier eine ganz bestimmte Stelle. Also ihr müsst jetzt da nicht so krass suchen. Ich suche jetzt nur nach dieser Stelle. Ach hier zum Beispiel. Genau perfekt. Und jetzt passt auf. Das unglaubliche Wunder der fortgeschrittenen Technik.
ist wie folgt. Einmal sammelt ihr diesen unglaublich extremen Pilz auf. Ah! So. Dann habt ihr schon mal freigeschaltet. Salzsäure und Polyanilin. Und jetzt geht's noch krasser weiter. Ihr sammelt das Blutöl auf. Und schon habt ihr Benzol freigeschaltet und auch die synthetischen Fasern. Das war's eigentlich schon hierzu. Jetzt müsste ich erstmal wieder meine Seemotte finden. So, dann habt ihr hier schon einiges freigeschaltet, ja, durch simple zwei Sachen, die ihr aufsammelt. Wo ist denn jetzt hier meine Seemotte? Da ist sie doch. So, und jetzt geht ihr wieder Richtung oben. Ihr müsst allerdings aufpassen, wenn ihr hier wirklich rumschwimmt und sowas, ja. Hier sind Warper und auch hier diese komischen Aale hier, die wollen schon dann manchmal ein bisschen Stress. Jetzt geht's einfach nur wieder ganz, ganz, ganz nach oben erstmal, um uns einfach neu zu orientieren. Die Mucke ist natürlich ultra nice. Jetzt orientieren wir uns hier erstmal neu. Hier ist die Aurora. Und das heißt hier ungefähr. Hier ist hier diese Wolkenformation. Und da wollt ihr hin. Ihr wollt nämlich zu Floating Island. Bei mir ist es jetzt Süd-Südost. Haltet euch einfach. Haltet Ausschau nach dieser komischen Wolkenformation. Das ist jetzt auch nicht so weit weg. Das findet ihr schon. So, dann sind wir schon bei der Floating Island. Selbst wenn ihr von dort aus nicht wisst, wie ihr da hinkommt, ich habe euch ja auch extra ein Video zur Floating Island gemacht und dann benutzt ihr einfach dieses Video. So, und jetzt gehen wir wieder runter. Ich habe mir hier eine Boje gemacht, weil ich das extrem cool fand hier. An der müsst ihr euch aber nicht unbedingt orientieren, denn ich finde die ist halt krass, weil die nicht so weit unten ist. Und da habe ich schon Gelsäcke gefunden. Also einen Gelsack. Ich suche euch gleich auch noch ein bisschen mehr. Aber rein theoretisch könnte euch schon der erste Gelsack in nicht mal 300 Metern Tiefe erwarten. So. Jetzt pass auf. Wir nehmen nur den Gelsack. Und wir haben Aerogel freigeschaltet. Die fortgeschrittenen Materialien beendet. Meiner Meinung nach ist es kein großes Hexenwerk. Natürlich muss man halt erstmal wissen, wie und wo. Aber man kommt da schon ganz gut hin, würde ich sagen. So, wenn ihr jetzt nicht das Glück hattet, wie ich, hier sowas zu finden, ja, haltet ihr immer nach diesen Pflanzen Ausschau, okay? Diese leuchtenden Dinger hier, genau da, wo ich jetzt wieder gerade drauf zufahre. Da ist in den meisten Fällen was daneben. Hier müsst ihr auch aufpassen, hier sind die Warper auch ziemlich aktiv. Aber prinzipiell müssten hier eigentlich noch mehr Gelsäcke sein. Immer bei diesen leuchtenden Pflanzen Ausschau halten. Hier ist zum Beispiel noch einer. Wir gucken mal nach noch einem. Hier sind auch die Rubine, die ihr auch direkt für das Aerogel auch braucht. Ich finde, ansonsten stechen die Gelsäcke auch eigentlich ganz gut raus. Hier, da. Ja, okay. Die sind jetzt nicht bei den Pflanzen, aber ich finde, die leuchten immer so schön. Also sieht man sie auch so. Ja, Leute, das war's schon.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, direkt alle notwendigen fortgeschrittenen Materialien zu finden, mit sehr, sehr geringem Aufwand, meiner Meinung nach. Viel Spaß damit. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder vielleicht sogar im nächsten Stream. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis dann.